wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hallo, moin moin und allerherzlich willkommen zur 7. Sendung über die modernen Kriege. Ich habe gar keine Lust, jetzt eine große Einleitung zu machen. Die Dinge überstürzen sich im Augenblick, und diesmal nicht in der Welt, wie wir sie kennen, sondern die Dinge überstürzen sich hier mit den beiden Leuten, die sich zusammengetan haben, um Untersuchungen zu machen, um dieses Thema wirklich gründlich aufzuarbeiten. Das ist nämlich meine Wenigkeit, und das ist der Gerald, der mich dabei ganz tatkräftig unterstützt. Wir haben heute Montag, den 30. Mai, und ich bin selbst bis zum Anfang der Sendung noch nicht mal richtig fertig geworden, um alles vorzubereiten. Das hat wieder damit zu tun, dass ich im Taxi wieder ein Buch angefangen habe zu lesen auf Englisch, dass ich sage, das wollte ich eigentlich schon längst mal lesen. Das hat mir die Miss Marple, die ja so unglaublich viel für uns auch hilft und mitarbeitet, vor einigen Monaten gesendet. Als sie mich dann mal fragte, welche Bücher ich denn gerne haben würde, da habe ich unter anderem gesagt von, ja, Edmund Paris, The Vatican Against Europe, ne? Also Edmond Paris, den kennt ihr ja von meiner Lesung. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann müsst ihr das sowieso geschaut haben. Also dann kann ich euch auch nicht helfen. Wer das nicht kennt, The Secret History of the Jesuits, ne? Die geheime Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, was ich ja gelesen habe auf meinem Kanal in Deutsch und in Englisch, und von dem das Buch The Vatican Against Europe, das heißt der Vatikan gegen Europa. Ich habe mir das Buch da mitgenommen ins Auto, und mir ist die Kinnlade runtergefallen bei ein paar Dingen, die ich alleine schon auf den ersten Seiten gelesen habe. Und natürlich hatten wir jetzt keine Zeit, das groß zu übersetzen. Ich habe gerade erst das Original PDF im Internet runtergesucht. Und wir werden euch das gleich zeigen, so in Englisch, wie es da steht, und versuchen, das ein bisschen stolperhaft so zu übersetzen. In der Zukunft werde ich sehen, ob ich vielleicht die Miss Marple fragen kann, ob sie uns da einen Teil von übersetzt aus dem Buch. Aber das ist so eine Bombe und passt so zum Thema. Das ist wieder mal wunderbar das Beispiel, wie der Heilige Geist arbeitet und uns in unseren Untersuchungen auch unterstützt. Da habe ich gerade mit dem Gerald das Gespräch angefangen, und da schickt er mir das Dokument für heute, für die Lesung Nummer 7. Und was sind das? 78 Seiten. Ja, da falle ich noch mehr, zwischen Anführungszeichen, vom Glauben ab. Also, das kann ja wohl nicht mehr angehen. Wie soll man das alles überhaupt noch verarbeiten, fragt man sich dann hier und da. Und da sagt man, wow, das ist so eine Riesenmenge an Arbeit. Aber es ist unglaublich wichtig, diese Dinge aufzuarbeiten. Und ihr werdet das auch gleich sehen an ein paar Zitaten, die in den Büchern stehen. Wir sagen, ja, wenn die das sagen, ja, dann werden die ja wohl irgendwo Recht haben mit so bestimmten Dingen da drin. Also, ich will euch gar nicht weiter groß auf die Folter spannen. Wir gehen gleich in das englische PDF von dem Buch von Edmond Paris. Heißt er ja eigentlich, ist ein französischer Autor gewesen, der
Das Buch The Vatican Against Europe 1959 im Original im Englischen, im Französischen veröffentlicht hat. Und wir haben das PDF aus der vom Erstdruck von 1961. Und das ist auch das, was ich hier bei mir liegen habe, das gedruckte Buch. Aber bevor es jetzt so weit geht, da möchte ich dann doch erstmal eben den Gerald ganz herzlich zur Sendung begrüßen. Endlich, er wartet ja schon 5 Minuten mit meiner Erklärung, dass er endlich was sagen darf. Bitte, Gerald. Dirk, ich hörte immer wieder gerne zu, zumal ich ja schon die Chance hatte, mal kurz in dieses PDF zu gucken, ne? Und was da drin steht, muss ich sagen, das ist wirklich unglaublich interessant und passt natürlich auch perfekt zur Lesung, die wir jetzt gleich anfangen werden, ne? Deswegen, ich halte mich ganz zurück und bin gespannt, was du jetzt hier zu sagen hast. Ja, so einiges. Also, dann fangen wir mal an. Wir haben jetzt hier Seite 12 bereits des PDFs. Das ist, ja, das sind ein paar Vorseiten. Dann gibt es hier Vorwort und solche Sachen. Das lasse ich jetzt mal eben weg. Das werde ich dann später irgendwann mal lesen. Obwohl, da steht hier eigentlich in dem einen Vorwort auf Seite 8, da steht etwas hier. Guy Emery Shipler clearly summarized the importance of this political activity of the Vatican when he wrote, quote, no political event or circumstance can be evaluated without the knowledge of the Vatican's part in it. And no significant world political situation exists in which the Vatican does not play an important, explicit or implicit part. So, für diejenigen, die Englisch können, war das jetzt ganz toll. Die reiben sich die Hände und sagen von, wow, das haben wir verstanden. Und die, die es nicht können, die sagen von, ey, Jörg, das ist ja ein deutsches Video, übersetzt das mal. Also nehme ich mir das jetzt eben mal. Und ich wollte eigentlich auf der Seite im PDF sein, wo wir gerade sind. Deswegen ist das aufgeschlagen. Aber ich gehe mal kurz zurück und dann zeige ich euch den Text. Und dann werde ich das sehen, dass ich das hier übersetzen kann, so wie es hier steht. Das ist nicht das Vorwort, das ist von davor. Welche Seite ist denn das hier? Bei mir ist das Seite 8 in dem gedruckten Buch. Ah ja, hier ist das. Guy Emery Shipler. Hier steht's, ja. Also Guy Emery Shipler, clearly summarized, also hat deutlich zusammengefasst, die Wichtigkeit der politischen Aktivität des Vatikan. Also Guy Emery Shipler hat deutlich die Wichtigkeit der politischen Aktivität des Vatikans zusammengefasst, als er sagte, Zitat, kein politisches Event, also keine politische, wie sagt man das Event eigentlich im Deutschen, Tatsache oder Tat, ne? Keine Tat ist das sicher, ne? Gerald, kannst du mir eben kurz helfen? Ja? Eventveranstaltung, weiß ich nicht. Ja, irgendwie. Event verstehen die Leute ja heute eigentlich auch, obwohl es eben kein deutsches Wort ist, ne? Also kein politisches Event, also keine einzige politische Tat oder ein politischer Umstand kann beurteilt werden ohne die Kenntnis des vatikanischen Anteils darin. Also mit anderen Worten, man kann keine einzige politische Aktion oder keinen einzigen politischen Umstand evaluieren, beurteilen, wenn man nicht Kenntnis hat, die der Vatikan darin eben spielt. Und and no significant world political situation exists. Und es existiert keine signifikante, wichtige weltpolitische Situation, in der der Vatikan nicht eine wichtige Rolle spielt, explizit oder implizit. Das muss ich jetzt nicht übersetzen, das versteht jeder, ne? Das ist alleine schon mal im Vorwort dieses Buches eine sehr interessante Aussage. Denn wir beschäftigen uns ja hauptsächlich eben mit den religiösen Hintergründen zu den Kriegen. Ja? Also darf man das ja nicht so einfach mal übergehen. Und was ist mir dann aufgefallen, wenn wir zwei Seiten weitergehen? Da ist hier eine Zusammenfassung des ersten Kapitels. The Politics of the Holy See, Bill of Indictment. Das heißt also die Politik des Heiligen Stuhls. Bill of Indictment, das ist so viel wie eine Anklageschrift. Na, wenn man das übersetzen würde. Und da steht hier in der Zusammenfassung, und da bin ich halt vom Stuhl gefallen beinahe, weil wir sind ja im Augenblick mit Adenauer, beschäftigen wir uns ja. After the war, also nach dem Krieg, wir sprechen hier vom Zweiten Weltkrieg, the Holy See resumes control of the Germanic secular arm. Der Heilige Stuhl
bewahrt seine Kontrolle über den germanischen säkularen, also weltlichen Arm. Das ist also, wir wissen ja, immer unterteilt geistliche Gewalt und weltliche Gewalt. Ne? Und der Heilige Stuhl behält Kontrolle. Das heißt, er hatte sie vorher schon, das haben wir in anderen Videos auch, denke ich, zur Genüge besprochen, behält die Kontrolle über den germanischen säkularen Arm. Nichts ist verändert. Der fromme Adenauer hat Hitler ersetzt. Ja, haben wir da nicht gerade eben drüber gesprochen in den letzten Sendungen? Und hier wird das von dem Edmond Paris auch nochmal aufgeführt und bestätigt. Das erste Kapitel fängt dann an mit drei interessanten Zitaten. Der Emery Reeves schreibt in seinem Werk Die Anatomie des Friedens, meine Mutter wurde nutzlos ermordet in grausamen und fürchterlichen Umständen, genauso wie viele andere unschuldige Opfer des Krieges, deren Martyrium eine Meinung hat, wenn wir, die wir überleben, lernen, diese Tragödien für zukünftige Kriege zu verhindern. Also mit anderen Worten, wenn wir bitte aus der Geschichte lernen. Und das ist ja auch immer mein größter Punkt eigentlich, den ich anführe. Ne? Das kann ja der Gerald auch bestätigen, auch in vielen meiner Videos früher. Wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, dann verstehen wir nicht die Zukunft, also dann verstehen wir nicht die Gegenwart, in der wir leben und schon gar nicht die Zukunft, in die wir hingehen. Das nächste fand ich dann auch sehr interessant, weil wir hatten ja gerade über den Kardinal Frings gesprochen. Da wird wahrscheinlich der Gerald nachher auch noch was zu Besten bringen. Der Erzbischof von Köln, Kardinal Frings, macht die Aussage, den Krieg zu fürchten, ist falscher Humanismus. Und Kardinal Baudrillard sagt am 30. Juli 1941, Hitlers Krieg ist eine noble Tat in Verteidigung der europäischen Kultur. Ihr seht es hier selbst stehen, ich muss da nicht viel kommentieren, oder? Denke ich mal so. Kardinal Faulhaber, den haben wir auch besprochen in Hinter den Diktatoren, da könnt ihr euch ja nochmal umhören, da hat der Victor auch noch extra was drüber rausgesucht, da steht auch noch viel in dem Buch drin. Ganz interessant. Ja, der Mann der Vorsehung, Mussolini, habe ich ja besprochen in dem Buch Mit Gott und den Faschisten von dem Karl-Heinz Deschner, was man auch gesehen haben sollte, wenn man sich für die wirkliche Geschichte hinter dem Ersten und Zweiten Weltkrieg interessiert. Der sogenannte Heilige Krieg brach aus. Ja, das war nämlich hier dann der Zweite Weltkrieg, eben ein Heiliger Krieg. Und dann haben wir hier über den Anschluss und Österreich ein paar Dinge da drin stehen und auch über die ganze Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs wird hier mehr oder weniger zusammengefasst. Was ich interessant finde, ist zum Beispiel dieser Absatz hier in Polen, also dem Warteland, von der Warte, das ist ein Fluss wohl anscheinend, which was destined to become the territory for German colonization. Also Polen war vorsehen, um Siedlungsland für Deutschland zu werden. Das wurde scientifically cleared, das wurde wissenschaftlich gereinigt. Wir kennen ja die verbrannte Erde der SS, die hinter der Wehrmacht herzog und alles in Grund und Boden gestampft und verbrannt hat im Zweiten Weltkrieg. Alle Polen, die widerstanden und ganz besonders die jüdischen Polen, wurden vernichtet. Genozid, also Völkermord, durch Schießen und Vergasen hatte angefangen. In der Zwischenzeit wurden die Camps, also die Konzentrationslager von Auschwitz, Dachau, Belsen und anderen, haben ihre Insassen verschlungen, also vernichtet in der Hinsicht. Dann heißt das das Wort hier jetzt, devoured, das heißt so viel wie verschlingen, verdauen, also mit anderen Worten vernichtet, ein anderes Wort dafür. Aber erst nachdem sie zu lebenden Leichen verurteilt wurden, herumzulaufen als Skelette, im Grunde als lebende Skelette.
25 Millionen Menschen, das ist die offizielle Zahl, die die UN, also die Vereinten Nationen, handhabt, sind verschwunden in diesen hellen, in diesen Höllen des langsamen Todes, ohne dass der Stellvertreter Christi auf Erden jemals seine Stimme erhoben hätte. Nicht nur das, er hat auch noch seine Kaplane ausgesendet zu diesen Kämpfen. Und dann kam der Frieden. Und wir lesen weiter. Und ich werde irgendwann das ganze erste Kapitel lesen, aber wir wollen uns jetzt mal eben auf Seite 19 begeben. Denn auf Seite 19 steht etwas sehr Interessantes. Und Seite 21, Entschuldigung. Seite 19 stehen auch interessante Dinge, aber ich wollte hauptsächlich Seite 21 vorlesen. Eigentlich wollte ich das Ganze hier vorlesen, aber das ist im Grunde zu viel. Wir konzentrieren uns nur auf diesen einen Absatz. Then came the accession to power of Chancellor Konrad Adenauer, the Pope's Privy Chamberlain, of whom Abbé Bullier has written, quote, auf Deutsch, dann kam der Aufstieg zur Macht von Kanzler Konrad Adenauer, des Papstes Privatkämmerer, von dem Abbé Bullier geschrieben hat. In seinem, da war übrigens der Abbé Bullier, der war früherer Professor internationales Gesetz an der Katholischen Universität von Paris. Ne? Also das ist nicht irgendeine, sage ich jetzt mal, unwichtige Person im Historizismus. Und der hat ausgesagt in seiner Arbeit, nichts ist verändert. Der fromme Adenauer hat Hitler ersetzt, aber er führt seine Politik weiter, er dient denselben Interessen und ist unterstützt bei denselben Alliierten. Es ist in der Tat derselbe Krieg mit denselben Menschen gegen dieselben Feinde. Und das fand ich dann doch wichtig genug, um dem einen Platz in unserer Lesung hier zu geben. Auch der nächste Satz ist noch interessant, aber wie gesagt, dann könnte man das ganze Buch lesen. Ich wollte mich nochmal erkundigen, Gerald, hast du schon mal gehört von Brotherhood of Battle? Da wollte ich mich nicht mehr drüber erkundigen, nachdem ich das hier gelesen hatte. Da steht hier nämlich, dass sie sogar ein Treffen gehabt haben, Forthcoming Gathering, also ein Treffen in der Bundesrepublik Deutschland, der früheren SS und Waffen-SS Europas unter dem Emblem Brotherhood of Battle. Da müssten wir sonst mal reinschauen. Habe ich noch nicht gehört. Nee, müssten wir uns mal für die Zukunft anschauen, ob das nicht interessant ist, sich da etwas reinzuziehen. Da sind noch ein paar andere Dinge. Ich kriege das jetzt gar nicht alles auf die Reihe. Ich bin in den kurzen Tagen jetzt hier so überspült gewesen mit einem Informationsfluss, alleine schon aus diesem Buch, dass ich sage, Wahnsinn. Also das Buch werde ich sicher lesen, zumindest in Englisch. Und vielleicht wird das dann auch irgendwann mal übersetzt in Deutsch oder vielleicht kann Miss Marple sich dazu bereit erklären, die Zeit finden, die Lust finden, zumindest hier das erste Kapitel mal in Deutsch zu übersetzen. Das wäre schon ganz interessant. Aber jetzt hören wir uns, glaube ich, erstmal eben die Meinung an, die Gerald über das hat, was ich gerade eben vorgelesen habe. Weil der hat ja auch sicher eine Meinung dazu, ne Gerald? Ich habe viel Meinung, ja. Aber das ist sehr interessant. Das ist ja wirklich jetzt eine Sache, die nicht abgesprochen war. Das ist aber wirklich in dem Sinne Zufall, dass du dieses Papier da jetzt hier mit reingebracht hast. Und ich muss sagen, das Erste, was mir eingefallen ist, das passt doch genau in die Lesung. Eigentlich passt das doch genau rein. Ich nehme das eigentlich weg, es passt wunderbar rein. Und das zeigt natürlich auch, dass wir genau auf diesem Weg sind. Und immer dann, wenn man eben denkt, naja, vielleicht irrt man sich dann doch hin und wieder, man liest vielleicht was falsch oder hat da vielleicht doch irgendwo eine vorgefasste Meinung. Und dann kommt eben ja von so einer Seite dann wieder so eine klare Aussage mit wiederum original belegten Zitaten, die ich eben auch noch nicht kannte. Zum Beispiel von dem Kardinal Frings, das wir eben gehört hatten, dann ist das halt immer wieder eine Bestätigung, ja, das ist der richtige Weg und dort geht's weiter. Also von daher ist es wunderbar und ja, es fügt sich perfekt in die Lesung. Ja, das finde ich auch. Gut, aber dann machen wir genug von diesem Englischsprachigen, wo die meisten jetzt wahrscheinlich schon die Schnauze wieder voll von haben. Aber es ist nun mal eben so, das muss man ja auch mal sagen, leider ist es so, dass sehr viel Information gerade zu diesem Thema
gerade zu diesem Thema, Erster und Zweiter Weltkrieg, Deutschland schuld und von dem, von Deutschland, wo alle Gräuel dieser Welt anscheinend ausgehen, viel mehr Informationen in anderen Sprachen zur Verfügung steht als in deutscher Sprache. Wenn man dieses erste Kapitel, wenn das jemals, also ich bin sicher, dass die Miss Marple es uns übersetzen wird, wenn ich das gelesen habe und ihr werdet das hören, dann werdet ihr sagen von, ja, wenn man das in deutschen Schulen lehren würde, dann würde Deutschland aber heute anders aussehen. Da gehe ich auch mal von aus. Ne? Ja, Gerald, Rede vom Bundeskanzler oder Lesung 7.1, mit welchem PDF machen wir jetzt weiter? Dass wir jetzt von diesem Englischen erstmal eben Abschied nehmen und die Leute sich ein bisschen, ja, das sinken lassen können. Ja, also die 7.1 ist doch dann, denke ich mal, ganz gut, vor allem um die Gemüter wieder ein bisschen zu beruhigen. Gleich mit diesem schönen Bild, was ich gefunden habe auf der Seite dailyverses.net. Also 39 Bibelverse über den Frieden, habe ich mal einfach den Begriff Frieden eingegeben. Da kam halt das schöne Bild dabei raus und da habe ich mir doch gedacht, das passt doch perfekt in unsere Lesung. Ja, Jörg, gut. Ja, mit dem Adenauer. Ne? Wir hatten über Adenauer gesprochen. Und ja, Micha hat das sofort wieder an die vierte Lesung erinnert, als wir uns den Adenauer mit dieser Bitte an den deutschen Klerus, ne, angeschaut hatten. Ne? Wo er dann doch so sinngemäß gesagt hat, dass er dann doch den deutschen Klerus bittet, ihm sozusagen die entsprechenden Macht vorparlamentarisch zur Verfügung zu stellen, um entsprechend dann dafür zu sorgen, dass eben die CDU, CSU eben dann entsprechend die Christianisierung Deutschlands sozusagen dann vorantreibt. Ne? So, und das ist natürlich in dem Sinn immer wieder gut, dass man da die Dinge auch nochmal wiederholt. Und insofern denke ich, wird es noch nicht das Letzte gewesen sein mit Adenauer. Bundeskanzler hin, Bundeskanzler her. Jetzt bei der aktuellen Lesung bin ich gestern auch über einen Beitrag gestolpert von dem Bundeskanzler Scholz, unserem aktuellen Bundeskanzler. Der hat doch tatsächlich beim 102. Katholikentag eine Rede gehalten. Und der Herr Scholz, ich habe, wie gesagt, mich jetzt nicht zu weit damit beschäftigt, aber ich habe eigentlich gedacht, der Herr Scholz ist doch eigentlich gar nicht so konfessionell angebunden. Irgendwie habe ich mal was von einem Ausdruck gelesen, dann habe ich auch mal was von einem Eid gelesen, den er da eben gemacht hat, ohne eben auf dieses bestimmte Wort zu schwören und einen bestimmten Namen zu schwören. Und da fand ich das schon mal interessant, dass er da sozusagen bei so einer Veranstaltung dann eben auch als Redner auftritt und habe dann einfach mal geguckt, was hat er denn so mal gesagt zum Thema Religion. Und da ist mir eine Seite dazwischen gekommen, das ist das Sonntagsblatt, das habe ich auch verlinkt, wie Herr Scholz die Rolle der Kirche sieht. Ja, also es ist direkt dann unter dem Bild, ne, von dem Schwan. Und dort ist im Prinzip so ein kleines Zitat, ne, dass er eben sagt, ja, er beruft sich halt jetzt hier sinngemäß auf den Philosophen Immanuel Kant, ne, und der tritt eben ein für einen säkulären Staat. Das heißt also, in so einem Staat hat eben die Religionsgemeinschaft die Aufgabe, für sozialen Zusammenhalt zu sorgen. Ja, und Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften seien somit für den Kitt der Gesellschaft zuständig. Ne? Und das klingt natürlich erstmal ganz toll, ne? Säkular, Trennung zwischen Staat und Kirche oder institutionellen Einrichtungen, habe ich auch nochmal verlinkt. Klang ja soweit erstmal gut, bloß dann habe ich mir gedacht, Moment, wie kann denn das sein, wenn er dann entsprechend bei einem katholischen Treffen, einem Katholikentag, ne, so heißt er, ist ja auch so ganz viel mit Tradition schon verhaftet, den gibt es ja nicht erst seit gestern, dann entsprechend eine Rede hält und, was ich dann noch interessanter fand, eben dann fast nur über Politik und auch über den aktuellen Ukraine-Krieg gesprochen hat. Da habe ich mir dann so gedacht, wenn ich jetzt schon so vielleicht als Bundeskanzler bei einem entsprechenden Plenum da spreche, dass ich dann entsprechend vielleicht mich über religiöse Gedanken austausche, vielleicht über Themen der Bibel zum Beispiel, dass man vielleicht auf diesem Weg einen Gedankenaustausch hat. Ja, aber nein, so ist es nicht. Wer es nicht glaubt, ich habe tatsächlich die
Rede, die es auf der Seite der Bundesregierung.de gibt, auch verlinkt, mal mit abgedruckt bzw. mit eingefügt in dieses PDF. Und fand das schon ziemlich, ja, ziemlich, ja, politisch. Also das war schon eine richtige Kampfesrede. Ne? Und ohne, dass wir das jetzt hier zeitmäßig jetzt hier durchgehen müssen oder wollen oder dürfen, habe ich jetzt bloß mal so die wichtigsten Sachen mal so in grün unterlegt. Ne? Wir hatten uns ja darauf geeinigt, Jörg, ne, das Grün ist immer so die Sachen, wo dann doch irgendwo was nicht stimmt. Ja, ich probiere das immer so zu machen in meinen PDFs, aber manchmal klappt das auch nicht, weil manche Unterstreichungen sind schon älter. Damals habe ich das nicht berücksichtigt, aber im Allgemeinen ist, wenn es grün ist, dann ist es nicht so der Wahrheit entsprechend, ja. Ja, und ich habe das dann eben noch mal ein bisschen dick unterlegt und zum Beispiel ist mir jetzt hier aufgefallen, eben, dass eben diese Diskussion, wo er sozusagen auch gesprochen hat, wo er eingeladen wurde, eben dann einen Titel Zeitenwende und Zusammenhalt, Bindestrich Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten trägt. Ja. So, und da hat er eben dann sozusagen angefangen zu sprechen, ja, mit der Zeitenwende möchte ich beginnen, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, das ist ein großes Wort, dennoch halte ich den Begriff für passend. Und jetzt direkt auf die Ukraine. Der Krieg in der Ukraine geht uns nicht nur sehr nah, weil er sich geografisch vor unserer Haustür abspielt, sondern auch, weil wir mit den Ukrainerinnen und Ukrainern fühlen, mit jenen, die vor Ort um ihr Leben, um das Leben ihrer Liebsten bangen und auch mit jenen, die hier bei uns Zuflucht gefunden haben. Und der geht uns nahe, weil wir spüren, dieser Krieg richtet sich nicht allein gegen die Ukraine, sondern gegen Werte und Überzeugungen, die uns als Gesellschaft verbinden, die ausmachen, wer wir sind. Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde. Putins Krieg richtet sich gegen eine, da muss ich jetzt einfach mal eine Klammer setzen, päpstliche Friedensordnung, Bindestrich, siehe Weihnachtsbotschaft 1948, Klammer zu. Ja, also richtet sich gegen eine Friedensordnung. Dass diese Friedensordnung, dieser Begriff uns gleich nochmal unterkommen wird, das werden wir gleich sehen. Ja? So, das war schon mal sehr wichtig. Also es geht sozusagen um eine Friedensordnung. Und wie diese Friedensordnung aussieht und was damit gemeint ist, das werden wir uns im Laufe der Lesung nochmal anschauen. So, dann geht es weiter mit grün und dick unterlegt. Deshalb ist für mich klar, Putin darf mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen. Ja? So, und dann eben auch natürlich Lieferung von Waffen ist natürlich damit auch sozusagen mit inbegriffen. Ja. Das heißt also, auch hier sehen wir sozusagen, dass wir schon ein ganz klares, ganz klare Sprache haben. Das ist eine Kriegssprache. Und diese Sprache, die werden uns dann, da wird uns dann öfters begegnen, nämlich bei den sogenannten Weihnachtsbotschaften. Da habe ich nämlich das ähnlich gefunden. So, und dann eben geht es weiter, darf Gewalt mit Gewalt bekämpft werden oder wie manche formulieren, lässt sich Friede nur ohne Waffen schaffen. Ja? Also solche Dinge sind sozusagen dann Thema, wurden dann diskutiert. Und dann habe ich als letztes noch gesprochen, dass sich sozusagen alle sozusagen jetzt hier entsprechend als Opfer dieses Angriffskrieges, also auch wieder als Begriff, ja, beispringen und ja, dann führt er im Prinzip noch ein Zitat an, damit eben Unrecht nicht über Recht triumphiert, damit sich rohe Gewalt nicht als Mittel der Politik durchsetzt. Frieden entsteht nicht durch gewaltsame Unterwerfung, Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für den Frieden. So, und so ähnlich hat es Bischof Franz Josef Overbeck kürzlich ausgedrückt, als er bedingungslose Gewaltlosigkeit für sich eine Absage erteilte. Also nochmal, ein Bischof erteilt einer bedingungslosen Gewaltlosigkeit für sich eine Absage und stattdessen die Überwindung der Gewalt durch das Recht gefordert hat. Das klingt interessant. So, jetzt habe ich mir gedacht, dieser Bischof Franz Josef Overbeck, den habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und die Zuschauer wissen es jetzt wahrscheinlich noch nicht, ja, weil die letzte Lesung ja noch nicht online ist. Ja. Aber der Jörg weiß es, weil wir nämlich uns in der letzten Lesung mit einem Netzwerk auseinandergesetzt hatten, was sich Cusanus-Netzwerk nennt. Und dieses Cusanus-Netzwerk
ist insofern interessant, weil dieser Bischof Dr. Franz Josef Overbeck ja nicht nur Bischof von Essen ist, laut dem Cusanus-Netzwerk, sondern eben auch einer ist, der sozusagen durch diese ganze Einrichtung dann durchgegangen ist und jetzt natürlich auch in einer leitenden Position ist. Das heißt also, da habe ich schon mal nicht schlecht gedacht oder geguckt, als ich sehe, aha, wir hatten gerade letzte Lesung über das Cusanus-Netzwerk uns ein bisschen ausgetauscht und auf einmal sehe ich schon wieder den Bezug in einer Rede von dem Bundeskanzler auf einen Bischof, der eben in diesem Cusanus-Netzwerk aktiv ist. Und da habe ich mir doch gedacht, das ist doch alles irgendwie komisch, wenn auf der einen Seite der Herr Bundeskanzler sagt, irgendwie hat das alles nichts mit Religion zu tun und wir sind säkular und wir finden das gut, dass es sozusagen da diese Trennung gibt. Und auf der anderen Seite aber er was ganz anderes tut, ja, nämlich auf diesen entsprechenden Tagungsorten entsprechend diese Dinge dann auch eben auszusprechen. Das heißt also mit anderen Worten ja auch Politik zu machen. Ne? Weil es werden ja Meinungen da geformt. Wenn ich dort auftrete, dann tue ich das ja nicht einfach so, sondern dann will ich ja was dabei. Ne? Und das war für mich schon mal sehr interessant. Und wer das nicht glaubt, der kann dann gerne auch nochmal selber mit recherchieren. Also selbst die Wikipedia-Eintragung müsste da was hergeben. Und zu diesem Cusanus-Netzwerk und wie gesagt, ansonsten würde ich, was das dieses Thema angeht, auf die letzte Lesung verweisen, weil da haben wir etwas ausführlicher drauf eingegangen. So, der nächste Punkt, der auch interessant ist, den möchte ich auch schon mal so ein bisschen festhalten, ist, dass der Herr Overbeck eben ja auch katholischer Militärbischof ist. Das ist direkt von der Seite der Bundeswehr, da hat man die komplette Vita, die der Jörg sich mal mit angucken kann, wenn er mal will. Und und der Punkt ist, ja, jetzt habe ich jetzt hier in dem Skript nochmal so eine kleine Wiederholung zu diesem Cusanus-Netzwerk nochmal reingefügt. Der Punkt ist, dieses Cusanus-Netzwerk, da sind wir letztes Mal drauf eingegangen, das ist halt unter einer jesuitischen Leitung. Und wer jetzt noch nicht so richtig weiß, was hat das jetzt mit den Jesuiten so auf sich, da habe ich einfach mal hier auf der Seite 4 im PDF nochmal. Jörg, vielleicht, wenn du nochmal so ein kleines Stück zurück scrollst, genau, nochmal in Rot unterlegt, ja, dass eben für die Jesuiten grundsätzlich es immer erst die Kirche gibt und dann den Staat. Und wie ich es eben jetzt aufgeschrieben habe, der Staat hat sich mehr oder weniger dann entsprechend den Bedingungen der Kirche anzupassen, beziehungsweise dann zu unterwerfen, vielleicht nochmal so als kurzer Einwand dazu. Ja, das ist ja auch etwas, was in den Lesungen von mir herauskam. Roms Ziele in Theorie und Praxis, vor allen Dingen anhand der Konkordate von Gustav Mix Anfang des letzten Jahrhunderts. Und was auch nochmal deutlich rauskommt, wenn ich dann die Lesung machen werde von Richard Bennett, dass ja die Miss Marple ins Deutsche übersetzt hat, vatikanische Kontrolle durch das zivile oder bürgerliche Gesetz. Ja. Es kommt immer wieder darin vor, auch im Genius des Papsttums, das dicke Buch von James Atkin Wiley, das ich gelesen hatte in Deutsch aus dem 19. Jahrhundert, kam es deutlich hervor, die geistige Macht steht über der weltlichen Macht. Der Staat hat sich in diesem Fall hier bedingungslos der Kirche zu unterwerfen. Der Staat ist nur ein Vasall der Kirche. Wenn man das nicht versteht, dann versteht man gar nichts. Das ist Grundwissen. Und die meisten Menschen haben das Grundwissen nicht und deswegen verstehen sie nichts, was in der Politik und überall passiert. Das ist eben das große Problem. Deswegen machen wir ja diese Sendung hier. Ja. Genau, Jörg, das wollte ich jetzt auch nochmal bekräftigen. Das ist genau das Problem, was wirklich auch bei vielen einfach nicht so präsent ist, ne? weil man das eben nicht erzählt bekommt. Ne? Das findet man eben nicht einfach mal in der Tagesschau, dass einem so ein Artikel oder so ein Beitrag mal unter die Finger kommt, ne? Dass man sich so auf diese Art und Weise informieren kann. Und das ist halt das Hauptproblem, finde ich auch, dass der normale Mensch diese Verbindung zwischen Politik und Religion einfach nicht legt. Ja? Das wird einem auch ja nicht erzählt. Ja? Im Gegenteil, es wird sogar anders erzählt. Ne? Das hatten wir bei dem Adenauer, ne? Wie der erzählt hat, die Bischöfe, die hätten ja selber mal mit ihrer Nazi-Vergangenheit ein bisschen besser aufpassen müssen und gleichzeitig lässt er zur Eröffnungsrede ja, entsprechend belastete Kardinäle dann auch reden. Ne? Das sind alles solche, da wird erzählt auf der einen Seite, nach außen hin,
Ja, und nach innen wird was ganz anderes gemacht. Und das erleben wir immer wieder. Und das ist diese Doppelzüngigkeit, das ist diese Schwierigkeit dann auch, entsprechend solche Leute auch festzunageln. Ja? Weil die kommen dann immer wieder und sagen, ja, wir haben doch das aber gar nicht so gemeint. Oder jetzt habe ich auch ein richtig schönes Wort gefunden im Zuge dieser ganzen NS-Vergangenheit. Das nennt sich ambivalent. Also ambivalent benutzt man dann immer, wenn man nicht so richtig weiß, naja, wie drücke ich denn das jetzt aus, dass eigentlich derjenige, welcher mehr oder weniger Nazi-Mitläufer war, ne? Dann schreibt man eben, naja, er hatte so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Ja, das klingt natürlich total gut, ne? Aber das ist wirklich auch schon eine richtige Geschichtsfälschung, muss man sagen. Ne? Weil wenn man da genau reinguckt und dann wirklich mal recherchiert, dann sieht man eben, dass sich teilweise bei den Leuten da nichts geändert hat. Aber wie gesagt, nach außen hin redet eben einer so, der andere so. Ne? Das beste Beispiel ist ja auch dieser Kardinal Fallhaber, auf den wir definitiv auch nochmal eingehen werden, der uns dort auch immer wieder mit seiner aalglatten Art und Weise da wirklich auffallen wird. Ne? Das ist einer von denen, wirklich, wo man sagen kann, der beherrscht dieses Spiel sehr, sehr gut. Ne? Und wie gesagt, das Problem ist einfach, dort die Leute so festzunageln, weil sie immer irgendwo noch irgendwo was sagen, wo man dann hinterher meinen kann, ja, naja, die haben doch aber das gar nicht so gemeint oder die waren doch gar nicht so und die hatten doch gar nicht so. Und naja, jedenfalls ist eben hier für mich nochmal ganz wichtig auch der Punkt, dass eben diese Verbindung nochmal zwischen Religion und Politik hier an dem kleinen Beispiel, das war wirklich ein Zufallsfund, ja, das war ein Zufallsfund, hier wirklich nochmal nachvollzogen ist. Ja, also ich meine, der Herr Scholz kann ja sprechen, wo er will, ne? Aber wenn er dann eben auf so einer Veranstaltung spricht, wo es eigentlich um bestimmte Religions- und Glaubensfragen geht und dann aber wirklich das Thema, was aktuell eben präsent ist, so in den Vordergrund rückt, dann ist das ja Politik. Ja? Also muss ich sagen, hat er sozusagen als Amtsträger sozusagen dann eben keine Grenze zwischen Politik und Religion. Ja? Und das finde ich eben genau das, was uns ständig begegnen wird. Wir haben immer wieder diese ambivalenten Verhaltensweisen, ja, einmal so und einmal so. So, naja, gut, das muss ich jetzt mal sagen. So, jetzt, genau, hatte ich nochmal so eine kleine Wiederholung nochmal zu diesem Cousin-Netzwerk. Das, was jetzt auf der Wikipedia-Seite stand, man sieht dort eben nochmal, dass also die Cousins ein sehr gutes Netzwerk haben, sind also auch teilweise wirklich Bundesverfassungsrichter mit bei, Hochschullehrer sowieso, Mitglieder des Bayerischen Landtags, ehemalige Richter, gerade vom Bundesverfassungsgericht haben wir hier ja, mehrfach vertreten. Dann auch von der Deutschen Bank und so weiter und so weiter. Und das ist, wie gesagt, alles schön und gut. Das kann man alles machen, wie man will. Aber wie gesagt, ich muss immer wieder dran denken, dass teilweise auch gerade die politischen Akteure eben doch ja eigentlich gewählt wurden, um bestimmte Dinge umzusetzen. Und wenn ich eben sehe, dass selbst hier Oskar Lafontaine, ne? ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD. Du sagtest gerade Deutsche Bank, ja. Die Deutsche Bundesbank, das ist noch viel schlimmer, ne? Ja, das ist noch schlimmer, siehst du? Genau. Die Deutsche Bundesbank, die Zentralbank, ist ja die Bank, bei der Deutschland die ganzen Schulden hat. Und genau wie in Amerika, wo eben die Zentralbank von Amerika, die Federal Reserve, Eigentum des Vatikan ist, durch Rothschilds und andere Agenten, die da vorgeschoben werden, haben wir also damit dem Vatikan diese Schulden. Und nicht irgendeiner Privatbank oder sowas. Also ich meine, es ist eine Privatbank, aber es ist eine Vatikan-Privatbank. Es ist eine religiöse Privatbank. Das ist das Problem. Die Deutsche Bundesbank ist hier halt und hier unten auch nochmal Vizepräsident der Deutschen Bundesbank. Also das ist was anderes als Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist auch schon schlimm, ne? Für die sind ja alles nur Peanuts. Aber die Bundesbank ist da nochmal wichtiger. Ich wollte nur kurz auf den Versprecher hinweisen. Ja. Na, und ich denke mal, oder ich würde mal schon behaupten, dass das ist ja nur mal ein kurzer Abriss. Ne? Ich denke mal, dass die Liste noch wesentlich länger sein dürfte. Ne? Das ist der Punkt. So, jetzt kann man ja, wie gesagt, sagen, die Leute können ja machen, was sie wollen. Das ist ja richtig. Aber wie gesagt, ich habe dann immer so ein bisschen auch so ein komisches Gefühl, wenn ich dann überlege, dass das teilweise dann gewählte Volksvertreter sind, die ja eigentlich ganz bestimmte Interessen ja vertreten sollen. Und wenn ich dann sehe, wo die da alle noch überall so drin sind,
dann frage ich mich dann immer wieder, na ja, gibt es da vielleicht nicht irgendwelche Konflikte oder welchen Interessen wird da dann tatsächlich gedient? Und das ist eben alles, ja, auch wenn man sich das Leitbild, das ist auf der Seite 6 nochmal anguckt, ne, das ist natürlich alles, wenn man das liest, das klingt natürlich für einen Außenstehenden, muss ich sagen, das klingt toll. Und gerade ne, das Cusanus-Netzwerk ist ja auch für junge Leute unglaublich interessant. Ne? Wir haben ja das schon gelernt, dass gerade die Kinder- und Jugenderziehung eben ganz, ganz großen Stellenwert hat. Das hat man ja schon als vorherigen Lesung da mitnehmen können. Ne? Und dass sozusagen natürlich die Kinder sozusagen entsprechend dann gefördert werden. Und klar, wenn ich jetzt als junger Student sowas lese, ne, und auch dann die Möglichkeiten habe, ja, warum nicht? Ne? Wer guckt denn dann schon weiter? Ne? Ich meine, christliche Verantwortung, das ist ein schönes Wort. Das ist toll. Ja. Das Problem ist, dass er eben christlich steht und eigentlich katholisch stehen müsste. Ja, und dass die meisten Leute trotzdem, selbst wenn er katholisch stehen würde, christlich und katholisch gleichsetzen. Und das ist eben nicht so. Das Christentum ist vom Katholizismus so weit entfernt wie der Osten vom Westen. Das ist so. Genau. Und wenn man das schon mal diese Schablone wirklich begriffen hat, also nicht bloß so sagt, ja, das setze ich mal, sondern wirklich auch verstanden hat durch eigene Studien, dann fällt einem das wirklich immer mehr zu, dass man sagt, aha, hier ist doch schon wieder sowas, ist schon wieder sowas. Ne? Also, ja, der Punkt ist ja der, Gerald, Sie sagen uns ja die Wahrheit. Wir verstehen es nur nicht, weil wenn ich nicht verstehe, dass Christentum und Katholizismus Gegensätze sind, dann können Sie mir tausendmal die Wahrheit sagen, aber ich verstehe es ja nicht. Weil ich Christentum mit Katholizismus gleichsetze. Ja. Ja. Naja, und das ist ein ganz wichtiger gedanklicher Sprung, ne? Dass man einfach sagt, dieses biblische Christentum hat ja mit dem römisch-katholischen ja gar nichts zu tun. Aber wer macht denn das schon? Wer trennt denn das schon? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Von daher, ja, Sie sagen uns die Wahrheit, nur ich muss die Wahrheit natürlich auch verstehen. Wenn Sie sagen, ja, das Gestaltungsvermögen in christlicher, also katholischer Verantwortung. Wir wählen Studierende aus, die ihren katholischen Glauben leben. Ja? Intellektuelle Neugier, geistige Eigenständigkeit, katholische Spiritualität. Das erinnert mich dann gleich wieder an die spirituellen Exerzitien von Ignatius von Loyola. Und Glaubenszeugnis. Und es ist eine Bedeutung des katholischen Glaubens für das Gelingen einer, zwischen Anführungszeichen, freiheitlichen Gesellschaft. Ja, aber dann erinnern wir uns, was Tapper Sorcy in Herrscher des Bösen geschrieben hat, dass Freiheit für Rom ein zeitlich begrenzter Zustand ist. Und das kann genommen und gegeben werden, wie der autoritäre Führer Roms sich das vorstellt und wie er das machen möchte. Ganz einfach. Wenn man das nicht versteht. Christliches Verantwortungsbewusstsein heißt katholisches Verantwortungsbewusstsein. Welche Verantwortung habe ich denn als katholischer Laie? Überhaupt keine. Ich gebe alle meine Verantwortung, mein ganzes Gewissen, meine ganze Moral, alles ab an die Hierarchie der Kirche und bin ein williger Folger des Stellvertreters Christi hier auf Erden, Papst, wie er sich selber schimpft, der aber der Stellvertreter des Teufels ist, als Antichrist. Das musste ich jetzt mal sagen. Ja, alles gut. Wir kommen noch gleich auf die Betitlung von dem Papst nochmal zu sprechen. Das passt schon ganz gut. Ne? Also das, wie gesagt, war einfach mal nur so ein Zufall gestern gelesen. Ich denke, Mensch, Bischof Overbeck kommt mir bekannt vor und dass das natürlich gerade so ein großer ist in seiner Zunft, das ist natürlich dann auch wieder sehr interessant. Ne? Und dann habe ich mal ein bisschen weiter geguckt und dann auch noch was gefunden, was ich auch interessant fand, weil mir sind so Dinge öfter so mal über den Weg gelaufen und ich habe das nie beachtet, drüber gelesen. Und was ich jetzt zum Beispiel wiederholt gelesen habe, ist dieser Begriff des gerechten Friedens. Das ist auf der Seite 7 noch unten, ne? Von dem PDF. Der gerechte Frieden. Genau, und dort habe ich mal geguckt, da gibt es einen Artikel in das Neue Ruhrwort und da sagt er eben unter anderem, dieser Herr Overbeck, dass eben Frieden ein Werk der Gerechtigkeit ist. Ja? So, daher müsse alles getan werden, was dem Frieden diene. Ja? Zitat, von einem gerechten Krieg spreche ich niemals, aber von einem gerechten Frieden.
So, und da habe ich mir natürlich gedacht, das ist doch aber mal schön, ne? Das klingt ja gut, ne? Gerechter Friede, ne? Und wie gesagt, wir kommen gleich darauf zurück, weil ich habe dann nämlich mal was gefunden, ne? Ansonsten geht es im Prinzip weiter, dass er eben dann seine Haltung als Militärbischof eben dann an die Soldatinnen und Soldaten weitergibt. Und dann weiter Zitat, bei den Einsätzen geht es eben um den Frieden. Ja, es geht also bei Militäreinsätzen um den Frieden. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Das ist die einzige Begründung, weshalb ich Militärbischof sein kann. Zitat Ende. Ne? Also Militärbischof kann ich nur sein, weil ich sage, dass es, wenn Panzer anrollen, den Soldaten erzähle, dass es um Frieden geht. Gut. Okay. So, weiter. Er werde nie müde, die Soldaten aufzufordern, über die Mittel nachzudenken, die sie einsetzen. Ja, der Krieg verwandelt sich schnell in eine Maschinerie der Brutalität, wo er durchaus recht hat. So, und dann geht er eben jetzt hier weiter unten dann eben auf die Ukraine noch ein und fügt dann eben hinzu, dass er eben das Recht auf Selbstverteidigung eben durchaus in Anspruch nimmt und das eben auch sozusagen dann für die Ukraine gilt. Zitat, ein Volk, das den Frieden will, hat das Recht, ihn auch zu verteidigen. Zitat Ende. Also, auch hier haben wir schon wieder dieses Bild, dass wir sozusagen eine Verteidigung haben, Friedensordnung, ne? Die dann mit diesen Begriffen wie Demokratie, Freiheit und Gleichheit begründet wird. Und dann haben auf der anderen Seite eben diesen Aggressor, ne? Der Feind der Demokratie, der Feind der Friedensordnung. Ne? Und komischerweise auch hier immer wieder dieses selbe Schema, geht es dann im Artikel weiter, der Militärbischof kritisiert russisch-orthodoxen Patriarchen und da wird eben dann gesagt, ich habe das jetzt im Grünen mal komplett unterlegt, den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill den Ersten kritisierte Overbeck, die Form der Verbindung von Thron und Altar, Zitat, die Russlands Präsident Wladimir Putin und Kirill eingegangen seien, nannte Overbeck, Zitat, unsäglich und vollkommen unethisch. Ja, also ein Mensch, der weder die russische Staatsbürgerschaft hat, noch irgendwie eine geistige Oberhoheit, sagt einfach, nein, die sind für mich alle jetzt vollkommen unethisch, weil, nochmal, die Form der Verbindung, also der engen Verbindung, meint er wahrscheinlich, von Thron und Altar für ihn überhaupt nicht geht. Das ist interessant. Ne, und ich hatte ja, ohne dass ich mich jetzt wiederhole, ja schon diese Doppeldeutigkeit und diese, also diese wirklich einmal so reden und dann was ganz anderes tun, ja schon erwähnt. Und das habe ich, das Gefühl habe ich hier wieder. Ne? So, und dann hat er noch ein Zitat, und dann ist das hier mit dem Grund auch schon zu Ende. Es kann keinen Christen geben, der einen Gewaltkrieg ethisch gutheißt. Aha. So, also ist im Prinzip hier schon die Frage, ne, wer ist jetzt hier der Aggressor, wer ist jetzt hier der Gute? Und das ist im Prinzip genau dieses Schema, dieses Framing, was man überall in den Medien, in allerlei Tageszeitungen immer wieder finden. Ne? Also es geht immer sozusagen um dann diese Wiedergabe. Es wird dann immer wieder gekaut, dann immer wieder mit schönen Bildern noch begründet, wo die herkam, interessiert sowieso keinen, weil es geht alles nur noch über Emotionen. Und Emotion verkauft sich eben natürlich am besten, wenn man eben irgendwo auch ein bisschen Bösewicht hat. Ne? Das ist wie so in den Märchen oder wie in den Filmen auch, ne? Wo man dann eben auch nur dann wirklich dranbleibt, ne? Wenn man dann auch richtig eine richtig schöne Geschichte dazu hat. Ne? Ansonsten interessiert das ja nicht. Ne? Und die Geschichten und die Bilder, die werden eben fleißig geliefert. Wie gesagt, wo sie herkommen, wo sie hingehen, keine Ahnung. Dass es immer zwei Seiten in der Medaille gibt, dass auch ein Krieg immer zwei Seiten hat, dass man also nicht einfach sagen kann, ja, das ist der Böse und das ist der Gute. Das haben wir schon in dem Skript gelesen, so macht man Kriege. Dort waren wir ja auch eigentlich stehen geblieben. Da ging es ja sozusagen um diesen Koreakrieg, das war in der fünften Lesung noch, da waren wir noch nicht ganz fertig, ne? Wo es ja auch ging, na, wie kann denn das sein, dass jetzt auf einmal der eine der Böse ist und der andere der Gute oder ist es dann doch nicht so, ne? So, und wir wissen ja auch so ein bisschen, wer da ein bisschen unvoreingenommener ist, der weiß auch, dass seit 2014 so ungefähr dann diese ganze Geschichte schon am Laufen ist. Da war im Prinzip schon Krieg. Wer das gesehen hat, der hat damals schon gesagt, hier Leute, passt mal auf, hier, das geht gar nicht. Wir haben sogar Abkommen, ne, Minsk 1, Minsk 2 und was nie alles. Und die werden irgendwie alle irgendwo gebrochen.
und es hat irgendwie hier keinen interessiert. Ne? So ein Abstichtag jetzt, ne? 2022, 20 bis 22 geht's los und dann hat man sozusagen den Bösen schön auf dem Silbertablett. Und das ist eben für die meisten Leute eben vollkommen ausreichend. Ne? Das ist genau das, was der Jörg sagt. Ein bisschen Geschichte, selbst die jüngere Geschichte auch oder so ein bisschen aktuelle Geschichte mal ein bisschen nachrecherchieren. Das fällt eben ja, vielen eben ja nicht so leicht. Ja. So, auf jeden Fall, wie gesagt, in dem PDF auf der Seite 8, ja, Selbstverteidigung, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, wird dann angesprochen. Also Waffenlieferungen sind zur Selbstverteidigung gerechtfertigt, naja, und so weiter. Und jetzt bin ich durch Zufall, weil das mit diesem gerechten Friede oder gerechten Krieg, das hat mich irgendwie nie so richtig losgelassen. Da ist mir doch tatsächlich dieses Buch in die Hände gefallen, im Original von, jetzt muss ich selber mal gucken, wo ist es? Ne? Für Ruhe in der Seele sorgen. Ne? Für Ruhe sorgen. Ja, also für Ruhe sorgen heißt also, dann ist Stille. Dann ist wirklich Ruhe. Dann ist Funkstille. Ne? Das steht hier wirklich. Ne? Und das ist sozusagen auch der Leitspruch offensichtlich der evangelischen Militärpfarrer im Auslandsansatz der Bundeswehr. Das ganze Buch liegt mir, wie gesagt, im Original vor. Das ist gestern gekommen. Das ist aus dem Jahr 2003. Und das habe ich einfach mal so aufgeschlagen. Und da steht doch tatsächlich auf der Seite 17 etwas über den gerechten Frieden. Und zwar über die Zielperspektive des gerechten Friedens. Aha. Und das fand ich dann schon wieder so interessant, Jörg. Da habe ich doch wirklich tatsächlich das jetzt einfach mal abfotografiert und hier noch mit reingehängt in dieses PDF. Ja. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum das immer länger wird. Ja. So, und da weiß ich gar nicht, wo man hier anfängt. Ich würde einfach mal hier in der Mitte irgendwie bei, nach dem ersten Satz, ich will das hier gar nicht zu weit ausdehnen, ne, unter dieser Impuls, das ist sozusagen nach dem ersten großen Satz hier, wurde insbesondere im Rahmen des konziliaren Prozesses aufgenommen, also konziliar ist wahrscheinlich immer, wenn noch jemand anderes damit dazukommt, als beratender Mensch sozusagen, und von der Ökumenischen Versammlung in Dresden im April 1989 zur Forderung erhoben. Aha, 89, Wendezeit, gab es sozusagen dort schon die ersten Ansätze über diese neue Zielperspektive. Und da lesen wir als Zitat, mit der notwendigen Überwindung der Institution des Krieges kommt auch die Lehre vom gerechten Krieg, durch welche die Kirchen den Krieg zu humanisieren hofften, an ein Ende. Daher muss schon jetzt eine Lehre vom gerechten Frieden entwickelt werden, die zugleich theologisch begründet und dialogoffen auf allgemeinen menschlichen Werten bezogen ist. Ja, Zitat Ende, Fußnote, Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit und Frieden. Liegt mir jetzt nicht vor. Ja, da kann man das dann auch lesen. So, weiter geht's. Unter Bezugnahme auf diese Forderung hat auch die Deutsche Bischofskonferenz ihren Hirtenbrief zum Thema Frieden unter der Überschrift, Zitat, gerechter Friede, gesetzt. Schließlich macht sich auch der neueste Beitrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Friedensethik und Friedenspolitik den, Zitat, Leitbegriff des gerechten Friedens als Wegweiser für alle künftigen Schritte auf dem Weg des Friedens, Zitat Ende, zu eigen. Selbst wenn in den genannten Texten gelegentlich zugestanden wird, dass die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg zumindest bis zum 17. Jahrhundert nicht der Legitimation, sondern der Eindämmung des Krieges, also der gerechte Krieg zur Eindämmung des Krieges, hier auch mal in Klammern gesetzt, im Sinne der Verhinderung oder Humanisierung, Klammer zu, gedacht habe. Also ich führe Krieg, um Krieg einzudämmen und zu verhindern. Wird der Wechsel von, Zitat, gerechten Krieg zum gerechten Frieden doch meist mit dem Anspruch und Ziel einer grundlegenden Neuorientierung christlicher Friedensethik vorgetragen. Aha. Da steht das also drin, da kommt das also offensichtlich her mit diesem gerechten Frieden. Und dieser gerechte Friede, ja, wie gesagt, ich sage es nochmal, das ist das, worauf sich jetzt dieser Herr Overbeck bezieht in seinen Vorträgen und in seinen Interviews. Ja, so. Dieser Anspruch erscheint ja auch schon rein sprachlich so evident, dass er allem Anschein nach keiner weiteren Begründung bedarf. So, aber das basiert aus drei Gründen einem sprachlichen, einem historischen, einem sachlichen, auf einem Irrtum. Aha, auf einem Irrtum. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Sprachlich ist darauf hinzuweisen, dass das Adjektiv gerecht in Anwendung auf Krieg einen anderen Sinn, eine andere Bedeutung hat als in Anwendung auf Frieden. Das ist, ne? Naja,
Da gibt es so einen Begriff, ne? Kasuistik und Sophistik. Das ist also unglaublich. Die Rede vom gerechten Krieg meint nie einen, Klammer auf, wegen seiner Gerechtigkeit wünschenswerten oder erstrebenswerten Zustand, sondern immer nur den gerechtfertigt vertretbaren Einsatz militärischer Mittel, um eine drohende, schwere Gefahr abzuwenden. Demgegenüber bezeichnet, Zitat, der gerechte Frieden den wünschenswerten, erstrebenswerten Zustand, in dem, Zitat, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Aha, hier wird auch noch so ein Psalm angeführt, ja, 85,11. In dem also nicht nur die Waffen schweigen, sondern auch Ungerechtigkeit überwunden und abgetan ist. Ja, Psalm 85, Moment, da waren wir letztens mit Michael in den Verschwörungsserien drüber. Das müsste Teil 34 oder so gewesen sein. Warum höre ich mich jetzt da bei dir doppelt? Hast du Lautsprecher an oder so? Nee, alles gut. Das halte gerade. Ich hörte mich selber hier im Kopfhörer wieder. Da hatten wir drüber gesprochen. Da kam die Stefanie und hat ein Stück aus dem Psalm vorgelesen. Das war ausgerechnet Psalm 85. Da habe ich gesagt, da habe ich ein ganz schönes Musikstück von 8 Minuten lang. Und das haben wir dann auch am Ende gespielt. Das war die Verschwörung, die jetzt am Wochenende, also am 28. Mai, Samstag, in Premiere gegangen ist. Mal eben gucken, ob ich das hier habe. Nee, mein Kanal zeigt das mal eben, wenn wir schon mal so weit sind hier. Und Verschwörung 35, Ritual 6. Und da hatten wir am Ende das Lied gespielt. Ja, ich mache das jetzt mal eben ein bisschen leiser. Und hier ist das Lied vom Psalm 85. Und da kommt eben diese Stelle drin vor, Gerechtigkeit und Frieden. Hast du gesehen gerade eben? Da war es. Ja. Das passt ja wieder. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Ja, gucken hier, eben kurz weiter spielen, dass wir da sind. Also das ist auch wieder mal so ein typischer Beweis dafür, wie der Heilige Geist eben arbeitet. In Michaels Verschwörungsserie sind wir da reingegangen, weil die Stefanie am Anfang der Serie den Psalm 85 erwähnt hat. Und jetzt erwähnen wir genau dasselbe hier wieder in der Lesung. Wie war das denn jetzt gerade? Das war nur ein paar Sekunden dahinter. Ich wollte die Stelle gerne nochmal finden jetzt gerade eben. Das ist schon interessant. Ne? Das ist wirklich... Aber ihr habt es gerade eben gesehen, es ist da drin. Ne? Also in dem Video und jetzt hier wieder Psalm 85, 11, wie das alles wieder so mal eben passt. Ne? Ja. Und es sind keine Zufälle. Es fällt uns zu, weil es uns gegeben wird, diese Dinge dann eben auch zu erkennen. Das hat einen Sinn, dass uns das zufällt, dass uns das gegeben wird. Ne? Gut, ich wollte dich nicht weiter unterbrechen, aber Psalm 85, da musste ich mal kurz drauf eingehen. Das ist wieder typisches Beispiel. Vielen Dank. Ja, und ich finde es auch ein typisches Beispiel, wie dann entsprechend solche Wahrheiten dann eben auch genommen werden, um eigene Dinge da zu rechtfertigen. Ne? Das ist ja das, wo ich eigentlich so immer so einen Hals kriege. Das ist die Gerechtigkeit und Frieden. Ja, Frieden im Geist. Ja, Frieden nie auf der Welt. Die Welt kann man nicht friedlich machen. Das geht gar nicht. Man kann durch den einzelnen Menschen sich selber vor allem erstmal zum Frieden bringen. Und wenn ich dann diese Dinge lese, weiß ich immer nicht, das kann jeder auslegen, wie er will. Und das wird auch so dann in die Welt getan. Und jeder macht dann eben das, was für ihn am besten passt. Und das ist so dieses, wo ich dann immer denke, oh nee, jetzt, na, schon wieder wird auf die Bibel dann sich bezogen und das und das und das, um irgendwie wieder irgendwas zu rechtfertigen. Es ist Gerechtigkeit wirklich, und Frieden haben sich geküsst. Ja. Das war die Stelle doch, ne? Ja, genau, jetzt hast du sie, genau. Ja. Deswegen war ich nochmal am Suchen, das lässt mir keine Ruhe, sowas. Gerechtigkeit und Friede küssen sich, Psalm 85, 11, und genau hier haben wir das im Text, Righteousness and Peace have kissed each other, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Ja. Genau. Also, ne? So funktioniert das, wenn man im wahren, richtigen Geist unterwegs ist. So, Jörg, die
Dieser Text, pass mal auf, jetzt kommt es auf den Punkt. Ja, das war ja jetzt erstmal so ein bisschen Vorgeplänkel. Jetzt kommt es auf den Punkt. Ne? Also nach diesem Psalm geht es ja weiter in dem Text, in diesem PDF, in diesem Sinne. Versteht schon Augustinus, der meines Wissens diesen Begriff als erster gebraucht hat, den gerechten Frieden. Wer Augustinus ist, das kann man sicherlich auch nochmal hinterher schieben, das ist auch interessant. Aber ja, und jetzt kommt der Punkt. Historisch betrachtet steht außer Zweifel, dass die Lehre vom gerechten Krieg von Anfang an bis in die frühe Neuzeit ganz eindeutig auf die Aufgaben der Wahrung von Pax et Justitia bezogen war. Mit anderen Worten, der traditionellen Lehre zufolge war ein gerechter Krieg nichts anderes als ein Mittel zur Herstellung eines gerechten Friedens. Der traditionellen Lehre zu folgen, war ein gerechter Krieg nichts anderes als ein Mittel zur Herstellung eines gerechten Friedens. Ne? Dann aber stellt die Zielperspektive, Zitat, gerechter Friede, gerade keine grundlegende Neuorientierung dar. Also mit anderen Worten, ne, du gibst dem einfach einen anderen Namen, das klingt dann besser und schon, ne, kann man weitermachen. Das ist einfach so. Und wenn eben das Wort Krieg eben nicht mehr populär ist, dann sage ich eben nicht mehr gerechter Krieg, weil das so sehr an die Kreuzzüge erinnert. Dann sage ich eben gerechter Friede und die Leute werden es schon schlucken. Und wie sagt die Bibel das? A, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und George Orwell neu spricht, Krieg ist Friede und Friede ist Krieg. Mhm. Ja? Ja. Und das macht dann alles Sinn, wenn man das so versteht. Ne? Das ist dann genau das, Jörg, genau. Wunderbar, ja. wo dann der Sinn dann wirklich dann da ist. Und das ist, wie gesagt, dort, ach, ich arbeite doch schön mit, ne? Du bist wirklich ein sehr, sehr guter Mitarbeiter, den ich versuche hier irgendwie nur noch mitzuhalten. Vor allem auf dem Geistlichen, da muss ich sagen, da habe ich dann noch wirklich zu lernen. Naja, auf jeden Fall war das so viel interessant, also vor allem dieser Link und dieser Dreh, ne, über dieses Cusanus-Netzwerk. Jetzt wieder zu dem Militärbischof, ja, der uns auch nochmal beschäftigen wird. Also Militärbischof, Feldseelsorge, da werden wir in den weiteren Lesungen noch Unglaubliches hören, gerade wenn es sozusagen um dann Kriegs- und Kampfeinsätze geht, wo sozusagen dann die entsprechenden Pfarrer dann die Soldaten sozusagen auf den Krieg oder auf diesen Kampfeinsatz vorbereiten und was dort für Worte und dort für Begriffe benutzt werden. Und also wirklich, ich habe Kriegspredigten hier im Original vorliegen. Ich habe mir das mal angetan und ich sage, das ist, also wer dort noch nicht versteht, dass das alles einen religiösen Background hat, also spätestens an dem Punkt muss man sagen, ne, dass, wie der Hitler das ja gesagt hat, ne, die christlichen oder die religiösen Soldaten, die, ne, die sind die wertvollsten. Ne? Das hatten wir auch in der Lesung 4 oder 5 irgendwann, ne? Die kämpfen am besten. Ja, ja, wir sollten unsere Sendung jetzt auch zum Abschluss bringen, weil wir sind schon bei einer Stunde angekommen und ich wollte es nicht übertreiben. Und das scheint mir hier ein gutes Thema für die nächste Sendung zu sein. Die linke Hand des Kardinals Rings oder der Teufel steckt im Detail. Ja, das war eigentlich das Highlight für die Sendung, aber die gut. Linke Hand, die linke Hand, ja. Okay, gut. Ja, kannst du ja jetzt zum Abschluss bringen. Wie gesagt, du musst ja jetzt nicht sofort auf, du kannst es eben zum Abschluss bringen, dann, wenn du damit möchtest. Vielleicht, ja, also das kann man schon noch mit reintun, denke ich. Ja, also wir hatten ja dieses Foto von dem Kardinal Frings und weil mir natürlich auch gewisse Sachen keine Ruhe lassen, da hat mir keine Ruhe gelassen die Frage, auf welcher Hand oder wo legt er die Hand drauf? Also die Hand schützend, ja, auf diese Bücher. Das sind ja drei Bücher, irgendwie so ein kleiner Buchstapel, wie man ja auf der Seite 13 sehen kann. Und dann habe ich das so doch geguckt, da ist doch so ein X und zwei Striche, ne? X11. Und da habe ich mir doch gedacht, das ist doch interessant. Das könnte doch nicht etwa eine Biografie von dem Antichrist Papst Pius XII sein. Ja, und das gehe ich auch mal von aus, ja. Das ist das. Ja, ne? Habe ich das gefunden und zwar im Original, hier unten, genau. Einmal runtergescrollt und da sieht man im Prinzip genau das Buch, was sozusagen den Titel trägt, ein Leben für Gerechtigkeit und Frieden. Ne? So. Und das ist natürlich ein Buch, was wirklich im krassesten Gegensatz zu dem Buch steht, Jörg, was du heute von Edmond Paris Vatikan gegen Europa, ja.
Genau, ne? Weil dort stehen einfach Dinge drin, wo man sagt, ja, ein Leben für Gerechtigkeit und Frieden, da müsste man vielleicht ein Fragezeichen hintersetzen. Ich weiß nicht, ob das dort vergessen wurde oder, also auf dem Einband sehe ich jetzt nichts. So, ne? Aber ne, Symbolik ist ja alles und vielleicht können wir es ja damit auch beschließen, ne? Dieser Kardinal Frings, der ja auch persönlich auch gesagt hat, dass sein großes Vorbild ja auch Karl der Große war, ne? Der sozusagen den Gottesstaat auf Erden ja schon fast zur Vollendung gebracht hat in dem damaligen Europa. Und er hält eben jetzt hier, wie gesagt, auf diesem Titelblatt, das war im Feuerreiter erschienen, schützend eben seine Hand, seine linke Hand, die linkische Hand auf den, ja, auf seinen Arbeitgeber, auf seinen geistigen Vater, ja. Und ja, das heißt für mich eben auch, naja, auch in den Bildern kann man eine Menge Informationen rausziehen, ne? So, genau. Und jetzt würde ich sagen, Jörg, wäre der Punkt, wo wir sagen, gut, wir gehen raus, weil dann wird es im Prinzip weitergehen mit ja, dem Herrn Frings und den Dingen, die wir sozusagen dann zu der Weihnachtsbotschaft noch gefunden haben. Ich hatte ja diese Weihnachtsbotschaft von 1956 im Original dann mir zukommen lassen, weil es ja darum ging, dass im Prinzip die Aufrüstung der Bundeswehr beziehungsweise auch die Wiederbewaffnung Deutschlands ja im Prinzip laut dem Buch von dem Herrn Miceller, Heinrich Miceller, ne, das liegt mir auch jetzt hier im Original vor, muss ich mal gucken, wie hieß es gleich, das hieß Erinnerungen um der Zukunft willen, ja, weil dort die Aussage war, ab dem Zeitpunkt, wo diese Weihnachtsbotschaft von 48 sozusagen vom Papst Pius verteilt wurde, das war eine Rundfunkbotschaft nebenbei bemerkt, ne? Die liegt jetzt auch als PDF vor, ja? Hat sich sozusagen dann die Politik geändert und eben dann auch Adenauer und alle anderen sind eben dann für eine Wiederbewaffnung eingetreten. Und dort würde ich dann sagen, steigt man dann das nächste Mal ein. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, hier in diesem Buch von dem Edmond Paris, da steht auch auf Seite 13 auch ein sehr interessanter Absatz damit drin. Zum Beispiel, wo die Deutschen hier mit der römisch-katholischen Kirche verglichen wird, da steht hier, nein, die Kirche sucht keine Virtue, also Gerechtigkeit wohl, aber sich selber und ihr Ziel und ihre Unterdrückung und so weiter und so weiter. Ja, ich kann das jetzt nicht hier so aus dem Stegreif mal übersetzen, aber es steht auf Seite 13 ganz am Anfang des Buches ein sehr interessanter Satz. Eine Aussprache von René Boisslève, der an der Académie Française gelehrt hat, ein katholischer Priester, aber ein Patriot während des Ersten Weltkrieges. Und der kommt zu dem Schluss im Grunde, die römisch-katholische Kirche und Deutschland sind rechte Hand und linke Hand, so ungefähr. Also sehr interessant. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht alles mehr hier sagen. Auch mit der Neuaufrüstung Deutschlands stehen hier auch Dinge drin, nach dem Motto, wir erinnern uns jetzt an die bestätigte Politik des Heiligen Stuhls, der Absicht, um Frankreich den Stempel aufzudrücken des famösen neuen europäischen Plans. Und in dem Fakt muss unwiderruflich Frankreich reduziert werden zu dem Status eines deutschen Vasallen. Und überhaupt ganz Europa muss so muss zu einem deutschen Vasallen werden. Der gemeinsame Markt, Euratom, das spätere übernommen wurde in Atomfragen von dem funktionierenden, der unfunktionierenden europäischen Verteidigungsgesellschaft und so weiter. Also da stehen Dinge drin, da muss man sich mal ganz ruhig durchlesen, wir werden das auch in Deutsch übersetzen. Das ist schon ein ganz toller Fund, dieses Buch, und ich werde die Miss Marple so schnell wie möglich darauf ansprechen, um uns da zu helfen, das zu übersetzen. Und der Fund von mir und dann deine Funde von dir, dieses Papier da zu machen, sehr interessant. Ich bin gespannt, wann wir irgendwann mal mit dem wirklichen Papier anfangen, was ja auch 78 Seiten hat, was uns auch eine ganze Weile dauern wird. Aber ich hoffe, dass unsere Zuschauer uns in der Zwischenzeit die Stange halten, weil sie das auch so interessant finden, wie wir das interessant finden. Und ich möchte gerne abschließen damit, dass ich sage, ihr habt gesehen,
wie hilfreich es ist, zumindest einige Stellen aus der Bibel zu kennen, um dann eben die Dinge in dieser Welt an der Bibel zu messen, genau so zu agieren, so zu handeln, wie die Beröer das gemacht haben in Apostelgeschichte 17, Vers 11, die eben alles in dieser Welt an der Bibel messen, um zu erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Das ist wichtig, das muss man machen und deswegen muss man seine Bibel lesen. Und damit gebe ich das Schlusswort an meinen Bruder Gerald. Bitteschön. Ja, vielen Dank für das, was du jetzt gesagt hast. Ich finde auch ganz wichtig einfach diesen Punkt, dass es sich hier wirklich um geistige Dinge handelt. Ja, also man muss sich eben entscheiden. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und entweder ich komme in die Wahrheit und verstehe, dass das alles mit einem zu tun hat, oder ich bin eben auf der anderen Seite. Ja. Und das ist das Ganze. So einfach ist es. Ja. Dass das für jeden ein anderer Weg ist, jeder sein anderes Aha-Erlebnis sozusagen braucht, das ist auf jeden Fall ganz klar. Ne? Bei mir, ich sage das auch gerne immer wieder, war es der Jörg mit seiner Lutherlesung 2017, wo ich wirklich nichts verstanden hatte von alledem und habe mir gedacht, eigentlich, das gibt's doch gar nicht, dass ich so, ne, habe mich selber immer für klug und schlau gehalten und dann höre ich jetzt Dinge, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht, habe ich noch nie was von gehört. Und dann einfach zu sagen, gut, jetzt springe ich mal so ein bisschen über meinen Schatten und versuche wirklich tatsächlich mal die Dinge mal zu erkunden und gerade eben auch mal, wenn es nur Geschichte ist, bei mir war es halt die Reformation, ja, das ganze Thema Reformation, wo ich einfach verstanden habe, aha, so weit hängt das zusammen und so weit geht die ganze Geschichte zurück und dann ja weitergelesen, weitergemacht und dann kommt man einfach zu dieser Erkenntnis und der Punkt ist, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber diese Dinge, wie die einem dann so quasi unter die Finger kommen, das ist wirklich so unglaublich, so faszinierend, das ist so toll. Man kann es nicht planen, genauso wie das Skript eigentlich ja gedacht war, um das sozusagen hintereinander weg durchzuarbeiten, eben gerade, weil es eben auch diesen aktuellen Bezug hat, aber man kommt tatsächlich durch immer mehr Dinge zu immer mehr Erkenntnis, das zieht einen sozusagen dann immer mehr rein. Natürlich, klar, kann man an dem alten Skript dann nicht mehr weiterarbeiten, aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir immer noch diesen Bezug da und es geht immer noch um dasselbe Thema. Bloß, dass wir eben jetzt, ja, sicherlich auch mal das eine oder andere aktuelle mit hier einbeziehen. Ja? Und ich denke auch, dass es bestimmt die Lesung nicht uninteressanter macht und dem ganzen Thema moderne Kriege eben auch keinen Abbruch tut. Ne? Weil, wie gesagt, was ist Krieg? Ne? Naja, da gibt es eben viele Möglichkeiten, wie man jetzt Krieg definiert. Ne? Es ist nicht nur der Krieg, der mit Waffen geführt wird, ne? Sondern es geht ja eben auch um einen geistlichen Kampf. Ja, man versucht eben so viel wie möglich Menschen eben in den Abgrund da mit reinzuziehen, ne? Dass sie eben nicht diese Erkenntnis kriegen und dann eben auch nicht diesen Weg dann zur Bibel finden vor allem, ne? Was ja bei mir dann letztendlich dann auch nur noch ein kleiner Schritt war. Ne? Ich hatte am Anfang mehr zu tun mit diesen Dingen, das mir überhaupt erstmal vorzustellen, dass es tatsächlich noch sowas wie so eine Schattenregierung gibt oder so eine, ich sag mal, so eine verdeckte Wahrheit einfach, sagen wir mal so. Ja, und damit hatte ich meine Probleme. Ne? Dass ich dann gesehen habe, dass sich das immer wieder auf die Bibel bezieht und dass die Bibel sozusagen das ist, worum es letztendlich immer im Kern geht, das kommt dann relativ schnell. Da habe ich dann gar nicht mal so diesen großen Sprung gebraucht dafür. Ne? Und deswegen ist eben diese Lesung, denke ich mal, so wichtig, weil ich kann es von meiner Warte sagen, ich bin da sozusagen auch Neuzukömmling und ja, weiß auch, dass man eben ja, vor allem durch diesen Glauben in die Erkenntnis kommt, dann eben auch diese Liebe zur Wahrheit eben wichtig ist und eben auch diese Gnade eben dann eben auch erhofft, weil man eben selber eben ja eben doch auch nicht perfekt sein kann. Ne? Das gibt es eben nicht. Und wir werden ja sehen, in der nächsten Lesung gibt es einen, der sich als perfekt und als sündenfrei bezeichnet. Und ja, mit diesen Worten würde ich jetzt gerne die Lesung dann beschließen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Maranatha.